27. Januar 1945. Die Rote Armee rückt in Auschwitz ein, dem größten der Vernichtungslager im von Deutschland besetzten Polen. Es wird geschätzt, dass zwischen 1940 und 1945 mindestens 1,3 Millionen Menschen in dieses KZ deportiert wurden, vor denen mindestens 1,1 Millionen ermordet wurden. Zwar starben nicht alle Gefangenen, aber die sowjetischen Soldaten konnten nicht mehr als 7000 Überlebende aus dieser Tötungsanstalt befreien, von denen die meisten krank waren oder im Sterben lagen. An einigen von ihnen waren von dem berüchtigsten unter den SS-Lagerärzten grausame und schmerzhafte medizinische Experimente vorgenommen worden. Sein Name war Josef Mengele. Josef Mengele wurde am 16. März 1911 in der bayerischen Stadt Günzburg an der Donau geboren, als ältester Sohn von Walburga und Karl Mengele, einem wohlhabenden Ingenieur und Landmaschinenfabrikanten. Josef studierte Medizin und physikalische Anthropologie an verschiedenen Universitäten. Im Jahr 1935 promovierte er an der Universität München in physikalischer Anthropologie. 1936 legte er das medizinische Staatsexamen ab. 1937 trat Mengele eine Assistenzstelle am Universitätsinstitut für Erbbiologie und Rassenhygiene in Frankfurt am Main an, das zu diesem Zeitpunkt von Ottmar Freiherr von Verschür geleitet wurde, einem führenden Genetiker, der für seine Zwillingsforschung bekannt war. Unter der Leitung von Verschür schloss Mengele 1938 eine zusätzliche Promotion ab. Mengele hatte die NSDAP vor der Machtübernahme 1933 nicht aktiv unterstützt. Während seines Universitätsstudiums machte sich Mengele jedoch die auch von der NSDAP vertretende Rassenlehre zu eigen. Die Irrlehre eines biologisch begründeten Rassismus. Er glaubte, dass sich die Deutschen genetisch von den Angehörigen aller anderen Rassen unterschieden und ihnen überlegen seien. Die Rassenlehre war ein Grundpfeiler der NS-Ideologie, mit der Hitler die Zwangssterilisation von Menschen mit körperlichen oder geistigen Krankheiten oder Behinderungen rechtfertigte. Auch die Nürnberger Rassengesetze von 1935, die Ehen zwischen Deutschen und Juden, Schwarzen oder Roma verboten, beruhten auf der Rassenlehre. 1938 trat Mengele der NSDAP und der SS bei. Mit seiner Arbeit als Wissenschaftler versuchte er, das Ziel der Nazis zu unterstützen, die vermeintliche Überlegenheit der deutschen Rasse zu erhalten und zu steigern. Auch Mengeles Arbeitgeber und Mentor, der Arzt Verschür, vertrat den biologischen Rassismus. Verschür und seine Mitarbeiter führten nicht nur Forschungen durch. Sie erstellten auch Gutachten für die NS-Behörden, in denen beurteilt wurde, ob Personen gemäß den Nürnberger Gesetzen als Deutsche eingestuft werden konnten, und sie begutachteten, ob Menschen aufgrund ihres körperlichen oder geistigen Zustands nach deutschem Recht zwangssterilisiert oder von der Ehe ausgeschlossen werden konnten. Im Jahr 1939 heiratete Mengele Irene Schönbein. Ihr einziger Sohn Rolf wurde 1944 geboren. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen. Im Juni 1940 wurde Mengele zur Wehrmacht eingezogen. Einen Monat später meldete er sich freiwillig zum Sanitätsdienst der Waffen-SS. Zunächst arbeitete Mengele für das SS-Rasse- und Siedlungshauptamt im besetzten Polen, wo er die Kriterien und Methoden der SS bewertete, mit denen festgestellt werden sollte, ob Personen, die angaben, deutscher Abstammung zu sein, rassisch und körperlich dazu geeignet waren, tatsächlich als Deutsche anerkannt zu werden. Die Operation Barbarossa, den Überfall auf die Sowjetunion, begann am 22. Juni 1941. Mengele war zunächst in der Ukraine stationiert und wurde dann als Truppenarzt zur SS-Division Viking, dem SS-Pionierbataillon 5, versetzt, das in den ersten Wochen des Russlandfeldzugs tausende jüdischer Zivilisten abschlachtete. Etwa 18 Monate lang erlebte Mengele äußerst brutale Gefechte an der Ostfront. Für sein Einsatzverhalten in der Sowjetunion wurde Mengele 1941 und 1942 mit dem Eisernen Kreuz zweiter und erster Klasse ausgezeichnet und zum SS-Obersturmführer befördert. Im Januar 1943 kehrte Mengele nach Deutschland zurück. Während er auf seinen nächsten Einsatz bei der Waffen-SS wartete, begann er wieder für seinen Mentor Verschür zu arbeiten.
Verschür war kürzlich Direktor des Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik in Berlin geworden. Nach seiner Beförderung zum SS-Hauptsturmführer April 1943 wurde Mengele vom SS-Führungshauptamt Ende Mai 1943 zum Dienst in das KZ Auschwitz abgeordnet, wo er als einer der Lagerärzte in Auschwitz-Birkenau arbeitete. Es gibt Hinweise darauf, dass Mengele selbst um diesen Einsatz bat, weil er dort die Möglichkeit sah, seine Forschungen weiterzuführen. Auschwitz-Birkenau war das größte der Auschwitz-Lager und diente auch als Vernichtungszentrum für die aus ganz Europa deportierten Juden. Neben anderen Aufgaben war Mengele auch für das sogenannte Zigeunerfamilienlager in Birkenau verantwortlich. Ab 1943 wurden fast 21.000 Roma und Sinti, Männer, Frauen und Kinder, nach Auschwitz deportiert und im Zigeunerlager inhaftiert. Als dieses Familienlager am 2. August 1944 aufgelöst wurde, war Mengele an der Auswahl der 2.893 Roma-Häftlinge beteiligt, die in den Gaskammern von Birkenau ermordet werden sollten. Kurz darauf wurde er zum leitenden Lagerarzt von Auschwitz-Birkenau ernannt. Im November 1944 wurde er dem SS-Lazarett Birkenau zugeteilt. Das medizinische Personal in Auschwitz führte im Rahmen seines Lagerdienstes sogenannte Selektionen durch, deren Ziel es war, arbeitsunfähige Häftlinge auszusondern. Die SS betrachtete diese Personen als nutzlose Esser, die sofort ermordet wurden. Wenn Judentransporte in Birkenau ankamen, wählte das medizinische Personal des Lagers arbeitsfähige Erwachsene aus, um sie zur Zwangsarbeit im Konzentrationslager einzusetzen. Diejenigen, die nicht für den Arbeitseinsatz geeignet schienen, darunter Kinder und ältere Erwachsene, wurden in die Gaskammern geschickt. Auch sichtbar schwangere Frauen und Mütter von Säuglingen und Kindern wurden nach ihrer Ankunft meist direkt in die Gaskammern geschickt. Mengele begründete dies damit, dass er jüdische Kinder nicht freilassen könne, da es keine in Freiheit lebenden jüdischen Familien mehr gebe, die sie aufnehmen könnten. Das Lager biete aber kein Umfeld, das eine normale Entwicklung der Kinder ermögliche. Es sei jedoch nicht human, ein Kind in die Öfen zu schicken, ohne dass die Mutter dabei sei. Deshalb schicke ich Mutter und Kind gemeinsam in die Öfen. Josef Mengele soll auch eine Affäre mit der berüchtigten Irma Grese gehabt haben, einer der meistgehassten und gefürchtetsten Aufseherinnen des Lagers. Als Mengele herausfand, dass sie Affären mit jüdischen Häftlingen hatte, die als rassisch minderwertig galten, beendete er seine Beziehung zu ihr. Auch sexuelle Gewalt war für Josef Mengele ein Untersuchungsgegenstand. So soll er beispielsweise eine ganze Nacht damit verbracht haben, die Reaktionen von jüdischen Frauen auf ihre Vergewaltigung durch Lagerfunktionäre aufzuzeichnen, während ihre Männer antreten mussten, um auf Mengeles Rückkehr zu warten. Auch in den Krankenstationen und Häftlingsbaracken führten die Lagerärzte in Auschwitz und in anderen Konzentrationslagern regelmäßige Selektionen durch, um Häftlinge ausfindig zu machen, die verletzt, zu krank oder zu schwach zum Arbeiten waren. Die SS setzte verschiedene Methoden zur Ermordung dieser Häftlinge ein, darunter tödliche Injektionen und Giftgas. Mengele führte solche Selektionen in Birkenau routinemäßig durch, was einige Häftlinge dazu veranlasste, ihn als Todesengel zu bezeichnen. Gisela Bettel, eine in Birkenau inhaftierte jüdische Gynäkologin, erinnerte sich später daran, wie viel Angst Mengeles Erscheinen im Frauenkrankenhaus auslöste. Wir fürchteten diese Besuche mehr als alles andere, weil wir nie wussten, ob wir am Leben bleiben durften. Er konnte mit uns machen, was er wollte. Als im Frauenlager eine Typhusepidemie ausbrach, ließ Mengele einen Block mit 600 Jüdinnen räumen und schickte sie in die Gaskammern. Danach wurde der Trakt gereinigt und desinfiziert. Die Insassinnen des benachbarten Blocks wurden gewaschen und entlaust und sie bekamen neue Kleidung, bevor sie in den gereinigten Block geschickt wurden. Dieser Vorgang wurde so lange wiederholt, bis alle Baracken desinfiziert waren. Ähnliche Verfahren wurden später auch beim Ausbruch anderer Krankheiten angewandt. Die infizierten Häftlinge wurden alle sofort in den Gaskammern getötet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Mengele durch die Berichte von Häftlingsärzten, die unter ihm gearbeitet hatten, und von Häftlingen, die seine medizinischen Experimente überlebt hatten, für seine Arbeit in Auschwitz berühmt-berüchtigt. Die Experimente waren von der SS genehmigt worden, die für die Verwaltung der Konzentrationslager verantwortlich war.
Mengele war einer von etwa 50 Ärzten, die in Auschwitz Dienst taten. Er war weder der ranghöchste Arzt noch Lagerkommandant. Trotzdem ist der Name Mengele bei weitem der bekannteste unter den Häftlingen. Ein Grund dafür war, dass Mengele häufig auf der Rampe anwesend war, auf der die Selektionen stattfanden. Auch wenn Mengele in dieser Zeit nicht selbst an den Selektionen teilnahm, erschien er dort, um unter den Häftlingen nach Zwillingen für seine Experimente und nach Ärzten für die Krankenstation von Birkenau zu suchen. In Auschwitz fanden mehr Menschenversuche statt als in jedem anderen Vernichtungslager. In diesem riesigen KZ, in das die SS 1,3 Millionen Männer, Frauen und Kinder unterschiedlicher nationaler und ethnischer Herkunft schickte, konnten Forscher leicht Probanden mit spezifischen Merkmalen finden. Mengele war einer von mehr als einem Dutzend SS-Medizinern, die in Auschwitz Experimente an inhaftierten Menschen durchführten. Diese Ärzte sahen ihre Entsendung nach Auschwitz als eine hervorragende Gelegenheit, ihre Forschungen voranzutreiben. Viele der Opfer starben während der Experimente oder sie wurden dauerhaft verstümmelt. Bei einigen Experimenten war der Tod der Opfer beabsichtigt. Die Mediziner holten weder die Zustimmung der Häftlinge ein, noch informierten sie sie über die Behandlung oder die möglichen Folgen. Zu den in Auschwitz durchgeführten Experimenten gehörten Erprobung von Methoden der Massensterilisierung, die Verwundung von Häftlingen oder die Infektion mit Krankheiten, um die Auswirkungen zu untersuchen und Behandlungen zu testen. Durchführung unnötiger Operationen und Eingriffe an Patienten zu Forschungszwecken oder zur Ausbildung von medizinischem Personal. Ermordung und Sektion von Gefangenen für anthropologische und medizinische Forschungszwecke. Mengeles Mentor Dr. Verschoor konnte Mengeles Einsatz in Auschwitz vermittelt haben, um die Forschung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik zu unterstützen. Während seiner Zeit in Auschwitz schickte Mengele seinen Kollegen in Deutschland Blut, Körperteile, Organe, Skelette und Föten, die allesamt von Auschwitz-Häftlingen stammten. Mengele arbeitete an den Forschungsprojekten seiner Kollegen mit, indem er für diese Studien und Experimente mit Häftlingen durchführte. Neben seiner Arbeit für das Institut führte Mengele auch eigene Experimente an Auschwitz-Häftlingen durch, in der Hoffnung, deren Ergebnisse zu veröffentlichen und sich damit für eine Universitätsprofessur zu qualifizieren. Während seiner Dienstzeit in Auschwitz organisierte Mengele einen Forschungskomplex, der in mehreren Baracken untergebracht war. Er wählte seine Mitarbeiter unter den Häftlingen aus, die medizinische Fachleute waren. Mengele war in der Lage, modernste Instrumente und Geräte für seine Forschung zu beschaffen und sogar ein pathologisches Labor einzurichten. Mengeles eigene Untersuchungen und die Forschungen, die er für das Kaiser-Wilhelm-Institut durchführte, konzentrierten sich im Allgemeinen darauf, inwiefern sich genetische Anlagen zu bestimmten körperlichen und geistigen Merkmalen entwickeln. Wenn sie ethisch korrekt durchgeführt werden, ist dies ein legitimer und wichtiger Bereich der Genforschung. Die Arbeit von Mengele, Verschoor und ihren Kollegen wurde jedoch durch ihren Glauben an eine pseudowissenschaftliche Rassentheorie verfälscht, die für die nationalsozialistische Ideologie grundlegend war. Diese Theorie besagte, dass die menschlichen Rassen genetisch voneinander verschieden sind. Sie stellte eine Rassenhierarchie auf und betonte, dass minderwertige Rassen genetisch gesehen eher negative Eigenschaften aufweisen als Angehörige höherer Rassen. Zu diesen negativen Erbmerkmalen gehörten nicht nur körperliche und geistige Krankheiten und Defizite. Sie umfassten auch sozial inakzeptable und unmoralische Verhaltensweisen wie Landstreicherei, Prostitution und Kriminalität. Gemäß der irrigen Rassentheorie wurden durch die Vermischung von Rassen negative Eigenschaften auf höhere Rassen übertragen und diese unterminiert. Mengele versuchte, spezifische physische und biochemische Marker zu finden, anhand derer die Mitglieder bestimmter Rassen eindeutig identifiziert werden konnten. Er und seine Kollegen glaubten, dass die Suche nach solchen Merkmalen für die Erhaltung der angeblichen rassischen Überlegenheit des deutschen Volkes von entscheidender Bedeutung war. Die angenommene Bedeutung dieser Forschung rechtfertigte für sie grausamste und tödliche Experimente an Menschen, die sie für rassisch minderwertig hielten. Mengele wählte seine Opfer hauptsächlich aus zwei ethnischen Gruppen aus, Roma und Juden. Sie waren für die biomedizinischen Forscher in Nazi-Deutschland von besonderem Interesse, da die Nazi-Ideologie sowohl Roma als auch Juden als Untermenschen und als Bedrohung für die deutsche Rasse ansah.
Überlegungen zur ethischen Vertretbarkeit medizinischer Versuche an den Mitgliedern dieser Gruppen standen für die NS-Wissenschaftler deshalb nicht zur Debatte. Während Mengele in Auschwitz-Birkenau Dienst tat, waren dort mehr als 20.000 Roma inhaftiert und Hunderttausende von Juden kamen mit den Transporten an. Nirgendwo sonst auf der Welt hatten Wissenschaftler direkten Zugang zu so vielen Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppen. Und nirgendwo sonst hatten sie die Möglichkeit, an Menschen nach Belieben zu experimentieren. Mengele bemerkte gegenüber einem Kollegen, dass es ein Verbrechen wäre, die Möglichkeiten für Menschenversuche in Auschwitz-Birkenau nicht zu nutzen. Die inhaftierten Roma wurden von Mengele nicht nur als Probanden für seine medizinischen Experimente missbraucht. Er führte auch eine anthropologische Studie über die Roma-Insassen im sogenannten Zigeunerlager durch. Als unter den Roma-Kindern Noma, auch Wangenbrand genannt, ausbrach, beauftragte er Häftlingsärzte mit der Untersuchung. Diese schwere bakterielle Erkrankung, die sich auf der Mundschleimhaut entwickelt und von dort ausgehend andere Weich- und Knochenteile des Gesichts zerfrisst, befällt vor allem extrem unterernährte Kinder. Mengele war jedoch der Meinung, dass die Roma-Kinder in Auschwitz aufgrund ihrer Vererbung an Noma litten und nicht wegen der Bedingungen im Lager. Mehrere erkrankte Kinder wurden getötet, damit ihre konservierten Köpfe und Organe zu Studienzwecken an die Medizinische Akademie der SS in Graz und an andere Einrichtungen geschickt werden konnten. Schließlich entdeckten die Häftlingsärzte, wie die normalerweise tödlich verlaufende Noma geheilt werden konnte. Aber auch die geheilten Kinder wurden in den Gaskammern ermordet. Mengele interessierte sich besonders für eineiige Zwillinge, die in den 1930er Jahren im Mittelpunkt der humangenetischen Forschung standen. Vor dem Zweiten Weltkrieg nutzten Verschür und andere biomedizinische Forscher Zwillingspaare, um die erblichen Grundlagen von Krankheiten zu erforschen. Diese früheren Wissenschaftler holten die Zustimmung der Zwillinge oder ihre Eltern ein, aber es war für die Forschung schwierig, eine ausreichend hohe Zahl von Zwillingspaaren für ihre Studien zu gewinnen. In Auschwitz jedoch erfasste Mengele Hunderte von Zwillingspaaren unter den Juden und Roma, die dorthin deportiert wurden. Kein Forscher hatte jemals eine so große Anzahl von Zwillingen untersuchen und an ihnen experimentieren können. Mengele befahl seinen Mitarbeitern, jeden Aspekt des Körpers der Zwillinge zu vermessen und aufzuzeichnen. Er nahm den Zwillingen große Mengen an Blut ab und führte manchmal andere schmerzhafte Eingriffe an ihnen durch. Eines der Opfer war Renate Guttmann. In Auschwitz erhielt sie die Nummer 70917, wurde von ihrem Zwillingsbruder und ihrer Mutter getrennt und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie vermessen und geröntgt wurde und man ihr Blut am Hals abnahm. Eines Tages wurde sie auf einem Tisch festgeschnallt und mit einem Messer geschnitten. Ein anderer Holocaust-Überlebender, Lorenz Menasche, erinnert sich später: „Sie gaben uns auch Injektionen am ganzen Körper. Als Folge dieser Injektionen wurde meine Schwester krank. Ihr Hals schwoll infolge einer schweren Infektion an. Man brachte sie ins Krankenhaus und operierte sie ohne Narkose unter primitiven Bedingungen." Zu den Experimenten, die Mengele an Zwillingen durchführte, gehörten die unnötige Amputation von Gliedmaßen, die absichtliche Ansteckung eines Zwillings mit Typhus oder einer anderen Krankheit und die Transfusion des Blutes des einen Zwillings in den anderen. Die Zeugin Vera Alexander beschrieb, wie Mengele zwei Roma-Zwillinge in einem plumpen Versuch, siamesische Zwillinge zu schaffen, Rücken an Rücken zusammennähte. Beide Kinder starben nach mehreren Tagen unermesslichen Leidens an Wundbrand. Viele der Opfer starben während der Experimente und diejenigen, die sie überlebten, wurden meist getötet und ihre Körper seziert, sobald Mengele keine Verwendung mehr für sie hatte. Miklos Nisli, ein Häftlingsarzt in Auschwitz, erinnerte sich daran, wie Mengele persönlich 14 Zwillinge in einer Nacht tötete, indem er ihnen Chloroform ins Herz injizierte. Wenn einer der Zwillinge an einer Krankheit starb, tötete er den anderen Zwilling, um vergleichende Autopsieberichte zu erhalten. Nachdem er die Autopsien ausgewertet hatte, schickte Mengele einige der Organe an das Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin. Bei der Selektion der ankommenden Juden auf der Rampe in Auschwitz-Birkenau suchte Mengele auch nach Menschen mit körperlichen Anomalien. Klein- oder großwüchsige Menschen oder Menschen mit einem Klumpfuß. Zu seinen Experimenten gehörten Vermessungen, Blutentnahmen, das Ziehen gesunder Zähne und die Verabreichung unnötiger Medikamente und Röntgenbestrahlung. Nachdem Mengele diese Menschen untersucht hatte, ließ er sie ermorden und schickte ihre Leichen nach Deutschland, wo sie von anderen Forschern untersucht wurden.
Elisabeth Owitz, eine kleinwüchsige Überlebende von Mengeles Experimenten, erinnerte sich später: Die schrecklichsten Experimente waren die gynäkologischen. Sie fesselten uns an den Tisch und dann begann die systematische Folter. Sie spritzten uns Dinge in die Gebärmutter, nahmen uns Blut ab, stachen in uns hinein und entnahmen Gewebeproben. Es ist unmöglich, die unerträglichen Schmerzen in Worte zu fassen, die wir erlitten und die mehrere Tage andauerten, bis die Experimente beendet waren. Mengele suchte auch nach Roma und Juden mit Heterochromie, also Menschen, deren Augen zwei unterschiedliche Farben hatten. Einer von Mengeles Kollegen am Kaiser-Wilhelm-Institut interessierte sich besonders für dieses Phänomen. Mengele tötete diese Menschen, entfernte ihre Augen und schickte sie zu Studienzwecken nach Berlin. Er hängte auch hunderte von menschlichen Augen an die Wand seines Labors, wie eine Sammlung von Schmetterlingen, wie er es nannte. Die meisten Opfer von Mengeles medizinischen Experimenten waren Kinder. Mengele war freundlich zu den Kindern, die er auswählte. Sie lebten in getrennten Baracken und erhielten etwas bessere Nahrung und Behandlung als die anderen Häftlinge. Moshe Offer, ein Überlebender von Mengeles Experimenten, erinnert sich: Mengele besuchte uns wie ein guter Onkel und brachte uns Schokolade. Bevor er das Skalpell oder eine Spritze ansetzte, sagte er: Habt keine Angst, es wird euch nichts passieren. Doch diese Lüge wurde schnell entlarvt. Eines Tages wurde mein Zwillingsbruder Tibi zu irgendwelchen speziellen Versuchen abgeholt. Dr. Mengele hatte sich von Anfang an mehr für Tibi interessiert. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht, weil er der ältere Zwilling war. Mengele hat Tibi mehrmals operiert. Nach einer Wirbelsäulenoperation war mein Bruder gelähmt. Er konnte nicht mehr laufen. Dann haben sie ihm die Geschlechtsorgane rausgenommen. Nach der vierten Operation habe ich Tibi nicht mehr wiedergesehen. Mengele benutzte Kinder für seine eigenen Experimente und auch um die Arbeit des Kaiser-Wilhelm-Instituts zu unterstützen. Er beteiligte sich an einer Studie über die Veränderung der Augenfarbe, indem er Kindern und Neugeborenen eine chemische Substanz in die Augen träufelte, die ihm ein Kollege gesandt hatte. Die Folgen reichten von Reizung und Schwellung bis hin zur Erblindung und sogar zum Tod. Die bereits erwähnte ungarische Ärztin Gisela Berl beschrieb Mengeles Verhalten nach einer brutalen Tötung. Er nahm ein Stück parfümierte Seife aus seiner Tasche und begann fröhlich, pfeifend und mit einem Lächeln tiefer Befriedigung im Gesicht seine Hände zu waschen. Ein Häftling, der jüdische Zwillinge betreuen sollte, die für Mengeles Experimente ausgewählt worden waren, beschrieb später, wie die Kinder emotional und körperlich auf ihre Behandlung reagierten. Blutproben wurden zuerst aus den Fingern und dann aus den Arterien entnommen, in einigen Fällen zwei- oder dreimal von denselben Opfern. Die Kinder schrien und versuchten, sich zu bedecken, um nicht angefasst zu werden. Das Personal wendete Gewalt an. Es wurden auch Tropfen in die Augen geträufelt. Einige Kinderpaare erhielten Tropfen in beide Augen, andere nur in ein Auge. Die Folgen dieser Praktiken waren für die Opfer schmerzhaft. Sie litten unter starken Schwellungen der Augenlider und einem brennenden Gefühl. Der Holocaust-Überlebende Alex Deckel berichtete, dass er Zeuge von zwei Operationen wurde, bei denen Mengele einem Opfer das Herz, einem anderen den Magen ohne Narkose entfernt hatte. Yitzhak Ganon, ein jüdischer Auschwitz-Überlebender aus Nordgriechenland, der im Alter von 20 Jahren nach Auschwitz deportiert wurde, berichtete 2009, wie ihm Mengele ohne Betäubung eine Niere entfernt hatte und er sofort danach gezwungen wurde, ohne Schmerzmittel zur Arbeit zurückzukehren. Mengele suchte sich auch schwangere Frauen, an denen er Experimente durchführte, bevor er viele von ihnen in die Gaskammern schickte. Die tschechische Holocaust-Überlebende Ruth Elias war schwanger, als sie aus dem Ghetto Theresienstadt nach Auschwitz verlegt wurde. Sie erinnerte sich später: Ich brachte ein wunderschönes, großes, blondes Mädchen zur Welt, aber Mengele ordnete an, mir die Brust abzubinden, um herauszufinden, wie lange ein Baby ohne Nahrung überleben kann. Nachdem Ruth Elias ihr Baby mehrere Tage lang hatte leiden sehen, gab ihr eine tschechische Ärztin eine Spritze mit einer Überdosis Morphium, um die Qualen des Kindes zu beenden. Eine andere Auschwitz-Überlebende, Dr. Olga Lengiel, erinnerte sich daran, wie Mengele die Geburt eines Kindes erst mit größter Sorgfalt überwachte, Mutter und Kind jedoch keine Stunde später in die Gaskammer schickte. Bei einer anderen Gelegenheit riss Mengele einen Säugling aus dem Leib der Mutter. Er hatte die Geburt von Zwillingen erwartet. Weil es nur ein Einzelkind war, warf er es einfach in einen Ofen.
Im Januar 1945, als die Rote Armee nach Westpolen vorrückte, floh Mengele mit dem restlichen SS-Lagerpersonal aus Auschwitz. Die nächsten Monate verbrachte er im Konzentrationslager Großrosen in Niederschlesien und dessen Außenlagern. In den letzten Kriegstagen zog er sich eine deutsche Armeeuniform an und schloss sich einer Militäreinheit an, die sich nach Kriegsende den US-Streitkräften ergab. Als deutscher Offizier getarnt, geriet Mengele in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Die US-Armee ließ ihn Anfang August 1945 jedoch frei, ohne zu wissen, dass Mengeles Name bereits auf einer Liste gesuchter Kriegsverbrecher stand. Von Ende 1945 bis Frühjahr 1949 arbeitete Mengele unter falschem Namen als Landarbeiter in der Nähe von Rosenheim und konnte von dort aus Kontakt zu seiner Familie halten. Als US-Ermittler für Kriegsverbrechen von Mengeles Gräueltaten in Auschwitz erfuhren, versuchten sie, ihn zu finden und zu verhaften. Von Mengeles Familie belogen, kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass Mengele tot sei. Mengele erkannte jedoch, dass er als gesuchter Kriegsverbrecher in Deutschland nicht sicher war. Mit finanzieller Unterstützung seiner reichen Familie wanderte Mengele im Juli 1949 unter einem anderen falschen Namen nach Argentinien aus. Bis 1956 hatte er sich in Argentinien gut eingelebt und fühlte sich so sicher, dass er als José Mengele die argentinische Staatsbürgerschaft erwarb. 1959 erfuhr er jedoch, dass westdeutsche Staatsanwälte von seinem Aufenthalt in Argentinien wussten und seine Verhaftung anstrebten. Mengele wanderte nach Paraguay aus und nahm die dortige Staatsbürgerschaft an. Im Mai 1960 entführten israelische Geheimdienstagenten Adolf Eichmann in Argentinien und brachten ihn nach Israel, wo er vor Gericht gestellt wurde. In der richtigen Annahme, dass die Israelis auch nach ihm suchten, floh Mengele aus Paraguay. Mit Unterstützung seiner Familie in Deutschland verbrachte er den Rest seines Lebens unter falschem Namen in der Nähe von São Paulo in Brasilien. Als sein Sohn Rolf ihn dort 1977 besuchte, fand er einen reuelosen Nazi vor, der behauptete, er habe nie jemandem persönlich etwas zuleide getan und nur seine Pflichten als Offizier erfüllt. Am 7. Februar 1979 erlitt Mengele, damals 67 Jahre alt, einen Schlaganfall und ertrank beim Schwimmen in einem Ferienort in Bertioga in Brasilien. Er wurde in einem Vorort von São Paulo unter dem Decknamen Wolfgang Gerhard beigesetzt. Mengele, der bekannteste Nazi-Arzt und einer der berüchtigsten Vertreter des Holocaust, entkam so 34 Jahre lang der Verhaftung und wurde nie vor Gericht gestellt. Es wurden keine Tränen für Josef Mengele vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History-Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.